So, Leute, okay, es geht weiter mit Project Zero 2 Crimson Butterfly und ja, wir machen ein Foto von dem Brunnen, damit wir diese Hintertür oder eher gesagt den Haupteingang, ich glaube, wir sind eher durch die Hintertür hier vorgegangen, des Kiryu-Hauses öffnen können. Und der Brunnen muss irgendwie, glaube ich, der da hinten sein. Jedenfalls, weil wüsste ich jetzt nicht, wo ein anderer Brunnen war. Also außer den da im Keller des einen Hauses, aber ich glaube nicht, dass das geweiht war. So, hier müssen wir gleich sein. Moment. Und ich sehe. Mein Signal schlägt aus. Es muss richtig sein. Ja, da. Ich sehe es doch, ich sehe es doch, ich sehe es doch, ich sehe es doch. Und knips. Awesome. Ja, genau. Auf dem Bild erscheint eine Person, hä? Okay, verdammt, ich habe zu schnell weggeklickt, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ach ja, Elemental Force hat mich nochmal direkt darauf angesprochen, ob mir der Geist denn nicht irgendwie bekannt vorkäme. Also, der Name meine ich, Yae. Und gut, es ist mir ein bisschen spät aufgefallen, aber ist natürlich sein, dass ich jetzt voll den Scheiß erzähle. Aber im ersten Teil, Yae, war das nicht irgendwie die Groß- oder Urgroßmutter oder so von Miku? Ich hab, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass, Can we still save her? okay, alles klar. Auf jeden Fall glaube ich, dass, ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass, was wollte ich denn jetzt sagen? Verdammt, dieser Geist, der am Baum hing. Moment gleich. Ich sehe in meinem Haus. Mein Haus wird bei der Reinigungszeremonie verschlossen. Du musst durch das Haus der Kirios, okay? Geh über die Brücke, die beide Zwillingshäuser verbindet. Yae, both of you need to leave this village. Okay. We can't keep letting them perform that ritual. Okay, gut. Dann versuche ich jetzt mal den zu knipsen hier. Ob das geht. Moment. Tatsächlich. Haha, okay. Ja, ja, so hieß doch das die Frau, die am Baum hing und sich selbst erhängte. Oder? Ich weiß nicht. Sag mir, welche auf dem Häufigen. Ich glaube jedenfalls doch, dass es so war. Ich meine mich so zu erinnern. So, aber jedenfalls so viel dazu. Wir machen uns jetzt jedenfalls erstmal auf den Weg. Nach Vertania City! Nein, nicht nach Vertania City, sondern nach dem Haus der Kirios. Und da, also er meinte ja, wir sollen über die Zwillingsbrücke gehen, aber das war doch die oben, oder nicht? Egal. Ich hoffe ja mal, er meinte auf dem, bei dem Rückweg oder so. Wir gehen jedenfalls jetzt erstmal in das Tor, was verschlossen war, hinein. Wir gehen durch das Dorf. So, gleich sind wir da. Gleich unter vorne. So, jetzt müsste es aufgehen, oder? Die Blockhütte. Ja, ist verschwunden. Anscheinend ist hier ganz wieder das Gebäude betreten. Hineingehen. Ja! Okay. Ah, Kapitel 6. Die Verbliebene. Oh, was? Was ist denn da? Ich sehe gar nichts. Ist das die Geistererscheinung? Ne, ist noch eine. Da, noch eine. Betäubtes Kind. Ich erkenne die gar nicht. Wo sind denn die? Ne, das war's. Okay, jupp, sehr schön. Wo ist hier nichts mehr weiter? Warte. Mein berühmter Blick auf die Karte. Was ist das für ein Raum? Das ist tatsächlich der Haupteingang. Ich bin sonst immer in den Hintereingang gegangen, scheinbar. Ich war hier noch gar nicht drin. Ach so, stimmt ja, logisch. Wie denn auch? Wie denn auch? Ach ja, das war ja das ganze, das war das andere Haus. Wir waren, na. Da hinten liegt was, okay. Warte, wo sind hier die Türen? Ich erkenne das wieder mal nicht. Da jedenfalls nicht, okay. Vielleicht liegt ja noch was. Nein, sieht nicht so aus. Da hinten liegt jedenfalls ein Gegenstand und ein Schrank. Komm schon, eine Puppe steht drauf. Bedeuten die irgendwas? Den Schrank möchte ich doch nicht untersuchen, Mio. Na gut, alles klar. Dann wird da auch nichts Wichtiges sein. Ist das jetzt die Tür? Nein, dann ist das hier die Tür. Ja, okay. Japanische Schiebetüren. Nicht immer so leicht zu erkennen. Okay, das ist gruselig. Fliehende Puppe. Okay. Ist mir nicht ganz geheuer gerade, ehrlich gesagt. Ah, das ist mir aber geheuer. Oh, das ist mir sowas von geheuer. Oh, danke, 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 danke. Wie viel ist eigentlich, wenn wir mal einmal Film finden, ist 10. Nein!
Okay, so viel dazu. Ich denke irgendwie immer, weil das bei vielen PlayStation-Spielen so ist. Ich kann sie nicht ansprechen, aber ich kann sie hin und her schaukeln. Na egal, da es bei vielen PlayStation-Spielen so ist, denke ich mir immer, Dreieck ist gleich zurück. Befehl zurück, aber nein, hier ist es die Sonderfunktion aktivieren. Hoffentlich finde ich mal wieder bald für eine Power-Up-Linse, weil da liegt immer recht viel Film. Ja, ich weiß, ich gucke oft auf die Karte, aber ich habe auch das Bedürfnis, oft auf die Karte zu gucken. Okay, 2000 Punkte. Ja. Okay, das Haus ist groß. Es ist sehr groß und verwirrend. Schiebetür ist fest verschlossen. Ich gucke mich erstmal in dem Raum hier um, bevor ich in die anderen Türen reingehe, würde ich sagen. Denn hier liegt, was liegt da? Oh, yeah, Shotgun-Munition. Yay, wie ich es immer gerne nenne oder genannt habe oder immer noch nenne, wie auch immer. Jedenfalls sind hier noch einige Türen, die offen sind. Oder eher gesagt, oh, so viele Räume, so viele Räume. Und ich weiß nicht, wo ich lang gehe. Jedenfalls nicht so ganz, aber ist egal. Und da liegt noch was, okay. Und da finden wir nochmal ein... Entschuldigung, okay, Gott, kann ich immer gut gebrauchen. Ich liebe es, Heilung zu finden. Hier in dem Spiel gibt's jetzt zum Glück so wenig davon. Leider, genau. Bla, 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 bla. Nichts mehr. So, wie groß ist der Raum? Wie viele Türen hatte der jetzt? 1, 2, 3 und dahin geht's noch weiter. Was ist denn hier? Moment. Projektorraum. Doch, hier war ich doch schon. Doch, das ist das Stikirios. Also war ich ja doch schon. Ah. Doch, also wusste, das kam mir doch gleich komisch vor. Naja. So, Moment, ist das die Tür jetzt, die vielleicht von der anderen Seite verschlossen war? Würde mich mal interessieren. Probieren. Das müsste jetzt. Moment. Karte. Ah, nee, noch nicht ganz. Gut, aber ich gucke mich erst ja den ganzen Räumen um, bevor ich weitergehe. Ich wollte nur erstmal den Raum hier genauestens erkunden, weil der Raum ist groß und ihr seht's, hier sind 4 Türen oder so. So, wo ist die erste Tür gewesen? Ist das die erste Tür? Like on the map, like, let me watch. Na, lad schneller. Ja, das ist die erste Tür und hier ist... Nichts, weil die verschlossen ist. Okay, diese hier ist... Diese hier ist... Offen, okay. Ja, da liegt jedenfalls wieder was. Hier hängt was an der Wand. Also, das ist, scheint so eine Art Puppenhaus zu sein, was mir nicht gefallen will. Da Puppen sind, finde ich, gruselig. Violett Buch 1. Okay, Violett Buch, gut. Okay. Warum töten? 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 Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Hilfe! Okay, oh, danke. Warum finde ich hier so viel Heilung? Soll das etwa heißen, dass ich bald irgendwie unendlich viel Heilung brauche? Wobei, nee, komm. Ich glaube einfach mal, das Spiel ist nett zu mir. Genau wie in Silent Hill 2. Da liegt auch irgendwann nach dem Krankenhaus viel zu viel Munition auf den Straßen. Mehr Munition auf den Straßen, als man überhaupt verballern kann. Egal. Soll mich nicht stören. Ja, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Kommt mir das nicht bekannt vor? Warte mal. Ich bin... Speicherpunkt, okay, Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe nicht hoch. So viele Gänge und ich wette, ich gehe gerade die ganze Zeit falsch. Aber egal, dann können wir wenigstens mal ein bisschen den Ort hier erkunden. Scheint verschlossen zu sein. Ja, ganz toll. Ich mag verschlossene Türen. Nicht, aber egal. Verschlossen ist verschlossen. Aufbrechen ist gebrochen. Nee, was? Nee, Quatsch. Das war irgendwas anderes. Egal! Erster Stock. So, hier müssten jetzt auch wieder irgendwo die Anzeichen sein, wo wir schon mal gewesen sind. Nämlich richtig da. Okay, gut. Ob das richtig ist, dass ich hier lang gehe? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es ungefähr so viel wie gar nicht. Ja. Nee, schade, okay. Hätte ja was liegen können. Es geht noch höher. Moment, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ah, eine kleine Seitentür. Okay.
Eine Geistererscheinung. Das Ding da unten? Ja, war irgendwie zu erwarten. Es sieht schon so nach Geistererscheinung aus, so ein bisschen. Was ist das? Zitternde Frau? Gut, ich hab's jetzt nicht so richtig erkannt, egal.